Freunde wahnsinniger Survival-Action, willkommen zurück bei The Forest. Hier im Wald des Grauens sind wir beide immer noch unterwegs. Wir beide, das ist der Darkwolf und der coole Hallo. Und wahnsinnig legendäre Charybdos. Und ich habe da ja ein wahnsinniges Abenteuer angefangen. Und zwar wollte ich mir, was ist das denn? Ach so, nee, doch, stimmt noch. Ich wollte mir da ja so eine Hütte bauen, also so ein Ausguck, irgendwie sowas in der Richtung. Und da bin ich jetzt bei. Und kaum zu glauben, aber ich muss hier jetzt 3 Trillionen Bäume fällen, damit ich das ganze Holz habe. Aber viel schlimmer ist gerade, ich habe ein bisschen wenig Energie. Ja, musst du was essen. Ja, ich habe nicht nur Hunger, ich habe vor allen Dingen auch keine Ausdauer. Aber das ist gar nicht schlimm, denn ich werde jetzt nämlich mal ein bisschen rumgehen und ein bisschen was sammeln. Und dann werde ich mal gleich ein bisschen Pause auf der Parkbank machen. Okay, ich habe genug davon. Pause auf der Bank. Genau, Pause auf der Bank. Wir haben ja unsere Special Forces Bänke. Ey, wie cool, rollst du jetzt? Rollst du jetzt wirklich den Stamm nach Hause? Ja, es geht schneller. Habe ich mir mal so ausgerechnet, mit Mathe. Mit Mathe. Wie war denn die Rechnung? 3 Größe 2. Ja. 3 Größe 2. Hast du herausgefunden, wie man taucht? Nee. Irgendwie bleibt man dann nur an der Oberfläche kleben. Und wenn du wüsstest, wie das damals war. Es gab nämlich mal eine Zeit, da konnte man hier einfach drin rumspazieren gehen. Geil. Also es ist wirklich so. Du kannst ja mal die älteren Videos anschauen. Also ich finde es gerade auch nicht heraus. Das finde ich schade. In den Options. Das ist natürlich eine gute Sache. Da schauen wir doch mal. Options. Gameplay, nein. Hier ist es nirgendwo. Ach, ist auch egal. Wir werden schon irgendwann herausfinden. Ich meine, ich gehe jetzt erstmal gemütlich. Gemütlich. Kann ich eigentlich mittlerweile das Rehkitz? Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Ich gehe nämlich erstmal gemütlich zurück zu meiner Hütte. Und da werde ich mir erstmal einen schönen Hasen braten. Hase! Ey, ich wollte dich braten. Okay, den Hasen werde ich schon mal nicht braten. Also, aber hier ist ein Lizard. Und der Lizard, der wird gebraten. Und dann werde ich mal schauen, wie es weitergeht. Was ist eigentlich mit den ganzen Mutanten? Also ich habe schon lange keine mehr gesehen. Die lassen uns jetzt in Ruhe. Ich habe den Budenzauber 03000 gesprochen. Dem Budenzauber 03000. Ich kriege übrigens gerade eine Meldung, dass jemand von meinen Freunden, nennen wir sie einfach mal so, die Übertragung sehen möchte. Hast du das schon mal ausprobiert? Bei dieser Steam-Übertragung? Genau. Nee, habe ich nicht. Hast du noch nicht? Mm-mm. Ich muss sagen, ich auch noch nicht. Ich sehe gerade aber, ich meine, der Typ geht jetzt davon aus, dass ich darauf reagieren würde. Aber sind wir mal ehrlich, das mache ich gerade natürlich nicht. Weil wer unterbricht schon ein Let's Play für jemanden, der einfach zugucken möchte. Ne? Warte, die Aussage war jetzt irgendwie inkonsistent. Du musst noch das Zauberwörtchen live hinzufügen, dann passt das wieder. Oder? Oh Gott, Hilfe, Logik. Schwierig. Also ich finde deine Logik gerade ein bisschen schwieriger als das, was ich erst dachte, was jetzt kommt. Die Aussage, die der gute Darkwolf machen wollte, ist, ich müsste sagen, dass ich jetzt die Aufnahme fürs Let's Play nicht unterbreche, damit jemand live zuschauen könnte. Das mache ich natürlich nicht. Jetzt, das Dumme ist, jetzt bleibt die ganze Zeit die Meldung da unten. Also, wer meint, dass der Mangon655 ein dufter Typ ist? Ich weiß nicht so recht, ob er ein dufter Typ ist. Der kann ihn jetzt einfach mal n. Da freut er sich bestimmt. Ja, tut mir leid. Das bleibt jetzt die ganze Zeit unten da. Ich werde in dieser Aufnahme jetzt auch nicht darauf reagieren. Dann hast du die ganze Zeit das Fenster da in dem Video. Genau. Da müsstest du vielleicht einfach was drüber kleben, irgendwie so ein Symbol oder so. Was soll ich denn da drüber kleben? Keine Ahnung, so ein Bild von dir oder so. Ein Bild von mir, am besten so ein Bild so, ups, hier ist eine Panne passiert. Aber auf dem restlichen Bildschirm geht's munter weiter. Viel Spaß mit dem Let's Play. Du kannst auch ein schönes Bild malen oder so. Genauso mit Paint. Nee, ups, oder mit hier ist was passiert, was du nicht sehen sollst.
mit Buntstiften. Ein Bild von einem Buntstift. Bild von einem Buntstift. Du hast letztens ein Bild von Buntstiften gemalt. Sehr gut. Nein, hast du? Ich habe letztens ein Bild mit Buntstifte gemalt bekommen. Hast du eigentlich mal wieder Rocket Beans gesehen? Guck, Tears? Das gibt's jeden Tag, ja. Hast du Tears gesehen? Tears 4? Ja, natürlich, ja. Klar. Buntstifte. Also mittlerweile muss ich sagen, irgendwann müssen sie doch mal auf die Idee kommen, sich die Buntstifte anzuschauen, oder meinst du nicht? Keine Ahnung, was da passiert. Ich finde, das ist sehr gut geschrieben. Das hat der Hauke gut gemacht. Ja, das natürlich auch. Aber wo wir jetzt schon mal dabei sind, übrigens nette Grüße. Wenn die mal zugucken sollten, ich meine, wir können die nicht zugucken, ja? Ja, sie gucken der Legende zu. Sie gucken der Legende zu, ganz klare Sache. Würde ich genauso machen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nee, die Sache ist die haben ja der Sophia die Buntstifte gegeben. Übrigens jetzt, wer sich fragt, über was für ein Schissel die gerade reden, der geht jetzt mal kurz auf unseren Kanal Level Up und schaut auf der rechten Seite bei Voll im Trend, welcher Kanal da verlinkt ist. Da geht er drauf und sucht nach Tears. Mit 4 irgendwo eingebaut. Sehr kreativ gemacht. Und dann schaut er sich das an und dann schaltet er hier wieder ein. Das ist ganz wichtig. Dieser Schritt ist besonders wichtig, hier wieder einzuschalten. Ja, das geht irgendwie 3 Stunden oder so. Genau, aber das ist ja nicht schlimm. 3 Stunden gesendet und dann nochmal. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich meine, die können von mir aus auch in 5 Stunden wieder einschalten. Und wenn es mitten in der Nacht ist, wichtig, hier wieder einschalten. Und wenn ihr hier wieder eingeschaltet habt, dann wisst ihr jetzt, wovon wir jetzt gleich in den nächsten Minuten reden. Hast du eigentlich Tears, also die ersten 2, 3 Folgen gesehen? Du meinst die ersten beiden Abenteuer oder die ersten 3 Abenteuer? Ja, ich habe wirklich alles gesehen. Und darf ich jetzt endlich dahin kommen, wo ich hinkommen wollte? Ja, jetzt erzähl doch endlich. Ja, und ich meine, die haben ja Sophia die Buntstifte gegeben. Und in Tears 3, da hat der Hauke ja schon die Andeutung gemacht, dass die Buntstifte noch ein Geheimnis enthalten, was sie nicht gelüftet haben. Am Ende. Und da habe ich eigentlich damit gerechnet, genau, nee, nicht was wäre wenn, sondern auch schon in der Übertragung, also als die 4 da noch saßen. Und ich muss sagen, da fand ich schon ein bisschen, ich meine, ich hätte mir schon 5-mal die Buntstifte angeschaut, aber die machen das einfach nicht und das muss ich sagen, finde ich schade. Und ich habe einen Bug. Nein, ich habe doch keinen Bug. Gut. Ich brauche mal was zu essen. Hast du zufällig noch ein bisschen was zu essen da? Ich habe nicht so viel über, also hier laufen ab und zu mal Tiere rum, da musst du ja eins schnappen und dem den Hals umdrehen. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, was schaust du denn sonst da so auf dem Channel? Frage ich erstmal so, bevor ich irgendwas. Ich gucke die immer live, wenn die live sind, überwiegend. Ja, das meinte ich bei Twitch. So. Ja, genau. Und was schaust du da so? Also ich muss sagen, alles finde ich von denen übrigens nicht gut. Also ich darf ja auch mal gerne. Also ich muss sagen. Ja, sag ich mal, manche Formate sind einfach weniger durchdacht, meiner Meinung nach. Also einiges ist sehr gut, keine Frage. Tears ist natürlich sowas, das ist das Bonbon dieses Senders, wenn ich das mal so sagen darf, meiner Meinung nach. Aber wir haben natürlich auch so Formate, wo gezockt wird. Und persönlich muss ich sagen, ist da wirklich sehr, sehr viel Abwechslung. Einige Formate finde ich davon sehr gut, andere weniger. Und nicht so gut finde ich zum Beispiel so Formate wie die, wir müssen mal reden. Das war ganz lustig, aber. Nicht, weil ich den Typen nicht mag, aber das erinnert mich, also, tut mir leid, das ist nicht kreativ, das ist nichts Neues, das ist einfach das, was vor 5 Jahren gemacht hat und was schon damals schlecht ist, ist heute nicht besser geworden. Ich meine, der Humor, den die beiden an den Start legen, den kann man sich 5 Minuten geben, aber das macht das grundsätzliche Problem dieses Formats natürlich nicht weg. Ja, das stimmt, das ist auch ein Format, was ich mir relativ ungerne. Und was ich natürlich ein bisschen bedauerlich finde, also ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Live-Freund. Weil, wie gesagt, es gibt dann auch mal Formate, die man nicht unbedingt anschauen möchte oder Wiederholungen. Und da ist man halt wieder wie beim Fernsehen, was ich auch nicht gucke, daran gebunden, auf die Zeiten zu achten, die denn jetzt angegeben sind. Und darum schaue ich mir einige Sachen auch gerne mal über YouTube an. Okay. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel hier schaut, die 4. habe ich tatsächlich live geschaut, die 4. Staffel, ich nenne es jetzt einmal mal Staffel, aber bei anderen Sachen hat man natürlich einfach wieder so das Problem, ja, Mensch, es ist jetzt 20.15 Uhr und jetzt kommt meine Freundin vorbei und ja, was mache ich denn jetzt? Entweder sage ich, Schatz, wir kuscheln, wir jetzt leider nichts. Rocket Beans TV. Genau, wir müssen jetzt Rocket Beans, genau. Ja, das ist halt immer so ein bisschen
die Sache. Aber da ist es natürlich ganz gut, dass das auch immer noch bei YouTube hochgeladen wird, so dass man dann auch mal später sagen kann, hey, kein Problem, dann schaue ich es mir eben jetzt an. So, ich brauche noch ein bisschen Holz. Also meine Baute nähert sich seinem Höhepunkt. Haha! Ja, mir klaut irgendwie jemand die ganze Zeit. Ja, jetzt kommt's wieder, ne? Ich klaue das Holz. Als ob. Als ob. Du weißt doch, du hast bitte Videobeweis. Ich habe auch Videobeweis. Zwei Leute gucken meinen Stream. Nee, Quatsch, keiner guckt meinen Stream. Keiner will meinen Stream gucken. Ich habe gar keinen Stream. Ich wollte gerade fragen, ob du das irgendwie streamst. Ist übrigens auch wieder geplant. Würde ich gerne demnächst, wie irgendwann mal angekündigt, wöchentlich machen. Wir sind da mehr oder weniger noch in der Konzeptphase. Wir werden nicht 24 Stunden 7 Sender machen, so wie die großen Bohnen. Natürlich habe ich mir irgendwie gedacht, oder haben wir uns mal irgendwann gedacht, so eine Stunde in der Woche. Ja. Nur für die Leute, die das vielleicht interessiert, die jetzt wieder zurückgekommen sind von Rocket Beans, in der 3 Stunden später, nachdem sie sich Tiers angeschaut haben. Oh, ich habe schon wieder keine Ausdauer. Ich bin ein alter Mann hier im Game, ne? Der kann ja wohl hier nicht wahr sein. Aber du baust dir auch einen ganz schönen Palast, ne? Nicht irgendwie das kleine Hausboot. Du hast gleich den Bonzenpalast genommen. Es gibt nur ein Hausboot. Es gibt ein kleines Boot oder ein Hausboot. Ja, warum hast du nicht das kleine Boot gebaut? Das hätte doch super für dich gepasst. Ach, hör doch auf. Erzähl mir jetzt hier keine Geschichten. Und dann auch noch direkt in meiner Nachbarschaft hier. Mit meinem Ausguck, meiner muckligen Party-Ecke da vorne und meinem super eingerichteten Häuschen. Ist Tine Wickler eigentlich schon gelandet? Nee, noch nicht. Die hat sich verspätet. Ach, die hat sich verspätet. Das ist aber sehr traurig. Ich brauche nämlich dringend Vorhänge. Also das sind auch so Formate. Also einige Erwachsene, ich bin auch erwachsen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das so sage. Ich wollte mich aber ein bisschen vor der Altersgruppe abheben. Darum habe ich jetzt irgendwie was gesucht, womit ich das machen könnte. Ha, schwierig. Also es gibt Leute, die schauen sowas. Und ich muss sagen, das finde ich schon echt ein bisschen blöd. Also ich meine, solche Formate, wo dann irgendwie so eine 40-Jährige rumwuselt und dann wo noch die dämlichsten Basteltipps kommen. Also ich bin ein, zweimal nicht drum herumgekommen, mir diesen Mist, also wirklich diesen allerletzten Mist anzuschauen. Ich muss allerdings sagen, wenn wir schon mal bei Unterhaltung, bei Entertainment sind, ich finde nahezu die gesamte deutsche Fernsehlandschaft bietet einfach nur noch irgendeinen Mist. Naja, kommt drauf an, was für ein Mist, ne? Ja, Mist ist Mist. Schön, wie du mir hier meine Baumstämme klaust. Als ob! Ja, hier lagen 2 Baumstämme. Da liegt auch noch einer, den habe ich gerade selbst gesehen. Nein, du hast jetzt die beiden genommen. Och, da liegt doch noch einer. Guck das Video an. Ich bin an einem nicht genutzten Baumstamm vorbeigelaufen. Einer? Ach, du klaust mir die ganze Zeit meine Baumstämme. Als ob. Na, dann sag doch mal, also ich habe ja schon mal gerade gesagt, warum ich grundsätzlich nicht so der Freund von Fernsehen bin. Aber was ist denn irgendwie so besonders im Fernsehen, was ich mir nicht sonst anschauen kann? Also ich muss sagen, ich bevorzuge dann wirklich sowas, was die Böhnchen machen oder irgendwas anderes, was ich mir gerne anschaue, als irgend so Mist. Also ich meine, es gibt noch so Formate, wo man sagen kann, okay, das kann man sich anschauen, à la Wetten, das und so. Aber das ist auch irgendwie ausgelutscht, weil das ist jetzt schon seit Jahren. Oh, irgendwie. Brauchst du ein bisschen Fleisch? Ich habe hier ein bisschen zu viel. Kannst du mitnehmen? Wo denn? Da, genau vor deinen Füßen. Du hast schon gegengetreten. Hier. Ich heb's nochmal auf. Jetzt flutscht es nochmal weg. Siehst du es jetzt? Nö. Ja, dann tut's mir leid. 1, 2, 3, 4 Baumstämme von mir liegen hier. Wo liegen 4 Baumstämme von dir? Ja, in einer Reihe liegen 4 Baumstämme von mir. Das ist doch optimal. Ja, für mich. Ich sehe ja schon, dass du dich wieder an meinen Baumstämmen bedienst. Ich habe hauptsächlich kleine Stöcker genommen. Die brauchst du ja nicht, oder? Also schade, dass ich gerade keine Facecam habe. Denn das wäre gerade wirklich optimal. Ich weiß ganz genau, dass du mir die immer klaust. Wie willst du das? Hast du Videobeweis? Ich brauche keinen Videobeweis. Ohne Videobeweis hast du nichts in der Hand. Wir sind hier nicht bei... Dreh dich mal um, ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Arma 3 Hurensohn so ein Server, was denn? Oh, scheiße, war das asozial. Aber es war auch irgendwie lustig. Oh,
Richtig auf. Das ist so assi. Ich schmeiß dich gleich von meinem Server hier. Oh. Oh, armes Butt-Butt. Hat die Legende dich ausgetrickst? Aber ich muss sagen, du bist mit diesem System angefangen. Du hast zuerst bei mir zwei Baumstämme geklaut. Gar nicht. Doch, hast du wirklich. Du klaust von Anfang an bei nein, mir. Nein. Ich werde das ganz genau sehen werden. Ich habe das hier mit aufgenommen. Das sagst du jetzt nur so. Als ob du das aufnehmen müsstest. Es landet irgendwann das, was ich hier mache, bei YouTube. Der kannst du dir das anschauen. Warum trägst du denn nur einen? Hast du keinen neuen Baum gefällt? Nö. Und wo kriege ich jetzt meine Baumstämme her? Ja, musst du selber sehen. Ach nee. Ich muss dann auch die ganze Zeit das Essen klar machen. Ne? Das Essen klar? Ich habe dir gerade was hingelegt. Das siehst du auch in der Aufnahme. Gesehen. Ja, tut mir leid. Hast du nicht. Habe ich wohl. Nein, aber was schaust du denn so im Fernsehen? Also, ich meine, ansonsten, da haben wir aber schon mal drüber gesprochen in einem anderen Let's Play. Bin ich ja ein großer Fan aller Netflix, Amazon, Instant Video und wie die ganzen Dienste heißen. Und ja. Ja, also Fernseher sowieso nicht ganz so viel. Aber ich habe gefallen an sowas wie Neo Paradise oder auch an Circus Halligalli. So, das sind neuen, total überlustigen Formate. Da ja, habe ich irgendwie toll. Spaß gefunden. Ist nicht so mein Ding. Ist mir zum. Also, ich meine, ich verstehe ja dahinter, was damit gemeint ist, aber das ist mir teilweise ein bisschen zu dumm dämlich. Also. Übrigens gehen bei mir gerade ein bisschen die Frames in den Keller. Ich weiß nicht so recht warum. Vorher hatte ich immer optimal viele. Das ist jetzt nicht so. Vielleicht auf Laptop-Qualität schalten. Ach Quatsch. Vorher klappt das ja auch immer. Ich weiß noch, über den Fehler oder über dieses Problem ärgere ich mich heute noch. Die ersten Aufnahmen, die sehen ja wirklich so ein bisschen aus, als ob es bei mir ruckeln würde. Und dabei hatte ich einfach mal das Problem, das habe ich auch irgendwann schon mal erklärt, dass für alle Leute, die irgendwann mal YouTube-Videos machen, ja, wenn ihr eine MKV-Datei habt, dann muckst sie nicht mit OGG-Audiodateien. Denn dann passieren genau diese Probleme. Nehmt Fleck. Wisst da Bescheid, ne? Ey! Habt ihr das gesehen? Als ob ich klauen würde. Als ob ich klauen würde. Ich nehme mir nur das zurück, was mir zusteht. Wahrscheinlich. Oh, ich habe keine Energie mehr. Ohne Mist. Ich kann keine Bäume mehr fällen. Tja, jetzt bist du dran mit Bäume fällen. Wahrscheinlich. Ja, so ist das. Als ob ich das... Kannst ja ein Tier jagen. Laufen ja genug rum. Ja, tun sie doch auch. Habe ich ja auch. Ich muss nur wieder zurück. Aber ich wollte eigentlich mit Holz zurück. Wegen dir, ganz ehrlich, wegen dir sehen jetzt die Zuschauer... Oh doch, da sind die anderen beiden. Ah, ich habe sie gesucht. Sehr gut, da muss ich doch kein Holz fällen. Wegen dir, die Zuschauer... Wir haben ja vorher gesehen, dass du total hinterfotzig bist. warum bin ich jetzt... Also ich bitte dich, solche Ausdrücke, Kraftausdrücke in der Aufnahme hier... Also jetzt geh mal bitte gleich in die Ecke und überleg dir ganz klar, was du hier sagst. Du weißt, hier können auch Jüngere zuschauen. Ja? Dann solltest du das per YouTube-Richtlinie unterbinden. Bestimmt. Hat dir eigentlich das mittlerweile verschwundene Let's Play von mir gefallen? Das verschwundene Let's Play? Ja, an dieser Stelle nochmal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, warum es auf einmal keine Dying Light-Folgen mehr gibt. Die gute Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat nämlich gesagt, das ist doch ein bisschen hart. Das können wir so in Deutschland nicht stehen lassen. Und deshalb ist das Ganze auf den vorläufigen Index geflogen. Und das bedeutet einfach, dass es nicht mehr so wirklich beworben werden darf. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, YouTube, ach, da interessiert das keinen. Allerdings betreiben wir auch noch eine Radiosendung. Und irgendwo steht das auch ein bisschen im Zusammenhang so, dass ich mir meiner moralischen Verpflichtung gewiss geworden bin und gesagt habe, nee, das können wir nicht machen und habe die Videos deshalb auf nicht gelistet gestellt. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir irgendwie ein bisschen. Ich weiß, einigen von euch hat das sicherlich gefallen, aber naja. Und ich weiß, für viele ist das jetzt auch irgendwo nicht nachvollziehbar. Ein Österreicher kann immer noch bei YouTube hochladen, was er will, insbesondere da in Gleitfolgen und Deutscher nicht mehr so recht. Das ist irgendwie ein bisschen paradox, aber so ist das Internet nun mal. Für die Bundesmerkel. Für die Bundesmerkel gibt es auch eine deutsche Grenze im Internet. Ja. Nein, also ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr drüber lustig machen. Also man muss natürlich sagen, Dying Light ist jetzt kein Kinderspiel. Und ich verstehe auch die Bundesprüfstelle, warum sie gesagt hat, hey, okay, ist doch ein bisschen schwierig. Naja,
Und ich meine, es war daran so jugendgefährdend dran. Also ich meine, natürlich viel Blut und aber... Genau, das sind die Sachen. Also es gibt da ja gewisse Kriterien. Es gibt ja gewisse Kriterien, die sagen, das Spiel darf halt in Deutschland nicht für 18-Jährige oder gar darunter freigegeben werden. Und genau diese Kriterien, das ist natürlich einerseits die Gewalt mit den Zombies und so weiter und auch die Gewalt mit den Menschen und das Blut natürlich, die dafür gesorgt haben, dass man gesagt hat, okay, das Ding hauen wir auf den Index. Also grundsätzlich war das aber vorab zu sehen. Also das ist jetzt auch keine Überraschung für mich gewesen. Wir hatten das Ganze ja auch bei uns in der Radiosendung. Auch da habe ich ja schon gesagt, mal gucken, ob wir es überbringen können, wenn es nicht bis dahin auf den Index gelandet ist. Das erste Kriterium oder der erste Indiz dafür war ja schon, dass die USK gesagt hat, Leute, es gibt keine Einstufung. Und dann muss die, oder dann sagt natürlich automatisch die Bundesprüfstelle, oh, USK hat gesagt, gibt's nicht, was ist da denn los, ne? Das war irgendwie für mich abzusehen. Ich brauch nur einen. So. Naja, ist halt so. Aber ich hoffe ja, dass diese Woche, möglichst vielleicht morgen oder so, der Order 1886 kommt. Und denn damit werde ich wohl ein neues Let's Play starten und ich hoffe, das ist auch nicht so schlecht, dass wir damit uns dann die Zeit vergnügen. Und solange läuft ja auch, ja, sag schon schnell, Mad Game Mad Tycoon. Games. Genau, Mad Games Tycoon. Genau, Mad Games Tycoon. Finde ich sehr großartig und ich werde es mir auch besorgen. Also mir hat es wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Es hat vieles von dem, was ich mir bei Game Dev Tycoon gewünscht habe. Ich mag ja solche Spiele gerne mal, wo ich auch mal ein bisschen den Kopf anstrengen muss. Ja, und finde ich auch wirklich sehr, sehr klasse. Ja, also ich habe das ja auch bei dir geguckt. Und du musst unbedingt zusehen, dass du den Mauszeiger aufnimmst. Nachdem ich aufgenommen habe, die ersten 6 Episoden, habe ich das erst gesehen, dass es dieses Problem gibt. Das hatte ich schon gesehen, du bist aber der Erste, der es angesprochen hat. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist total verwirrend. Verstehe ich. Wenn da plötzlich so die ganze Zeit einfach was passiert und ja, bei solchen Spielen muss man einfach den Mauszeiger mit aufnehmen. Verstehe ich allerdings, ich weiß halt auch nicht wirklich, warum er nicht mit aufgenommen wurde, weil im Spiel habe ich ihn halt. Da muss ich nochmal nachschauen, vielleicht kriege ich das irgendwie hin und dann in den nächsten Episoden wird er dann hoffentlich da sein. Wie es weitergeht, also man merkt ja schon, dass wir jetzt recht schnell Geld verdienen. Ich werde das bis zur größten Ausbaustufe fortführen. Wir werden noch ein MMO entwickeln auf jeden Fall und dann werde ich eine Pause machen von 2-3 Wochen sicherlich und dann werden wir irgendwann später das Ganze auch nochmal auf Mittel oder Schwer durchspielen. Ja, auf einfach kriegst du ja einfach richtig viel Geld dafür, dass du scheiße Spiele entwickelst. Nee, eigentlich das überhaupt nicht. Also du hast ja gesehen, am Anfang ist das wirklich schon relativ schwierig. Ich muss allerdings sagen, ich bin mittlerweile durch das Schema durchgestiegen und es ist eigentlich so wie bei Game Dev Tycoon oder vielmehr wie bei Game Tycoon. Das ist ja ein recht altes Spiel, woran es sich ja mehr orientiert hat. Das merkt man auch daran, dass die Packungen selbst zusammengestellt werden und sowas. Das gab es alle schon bei Game Tycoon. Und da fand ich das schon recht cool. Aber auf jeden Fall, ja, der Grundtenor ist halt, dass man am Anfang durchstehen muss, die ersten 1-2 Jahre. Und dann irgendwann entwickelt man automatisch gute Spiele. Und wenn man einmal so ein bisschen, was ich mittlerweile leider habe, muss ich wirklich sagen, leider, ich habe so ein bisschen das Schema herausgefunden, wie man die Regler einstellen muss. Und dann hat man relativ schnell seine Topseller, 90%. Und dann ist es eigentlich auch kein Problem mehr, gut Geld zu machen. Also ich habe einen Spielstand, da habe ich 5 Milliarden. Cool. Weil ich hab schon wieder Baumel geklaut. Ach, hör doch auf. Weil irgendwann hat man dann später so ein MMO und da macht man nämlich dann Online-Gebühren und wenn man dann 90er spielt, dann kann man da $10 für einen Monat nehmen und dann macht man dann einem Spiel auch mal gerne 300 Millionen Gewinn. Aber ich muss sagen, grundsätzlich ist es ja auch noch im Early Access. Das heißt, da wird sich noch was tun. Also was ich zum Beispiel sehr gut fände, übrigens, wir reden jetzt beide Faust über ein anderes Spiel, tun wir übrigens nicht mehr, weil wir sind mal wieder am Ende einer Episode. Wir haben sogar ein bisschen überzogen, 24 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, hinterlasst gerne Kommentare. Wenn du unseren Nonsens gut findest, hinterlass doch mal einen Kommentar. In dem Sinne, ciao, ciao. Ciao.